Heute werde ich einen Zitronenkuchen von Dr. Oetker backen. So, als erstes gucke ich, was in der Packung drin ist. Einmal die Backmischung. Und die Zitronenglasur. Auf der Rückseite der Packung steht, was ich noch hinzufüge. So, kommen wir nun zu den Zutaten. Als erstes 150 Gramm Butter oder Margarine, dann 3 Eier, 100 Milliliter Milch, 1 Rührtopf und der Mixer, der da vor mir liegt. Dann eine Schüssel. Da werde ich dann die Zitronenglasur hineinschütten. Dann eine Backform. Und etwas Mehl, um später die Backform damit zu bestäuben. Ich schlage nun die 3 Eier auf. Als erstes schütte ich die Backmischung in den Rührtopf. Füge dann die anderen Zutaten dazu, die 100 Milliliter Milch. Dann die 3 Eier. Die 150 Gramm Butter. Ich werde die Backmischung erst auf niedriger Stufe mixen und dann 3 Minuten auf höchster Stufe mixen, bis ein glatter Teig entstanden ist. So, der Teig ist nun fertig, wie hier zu sehen ist. Die Backform reibe ich nun mit Fett ein oder aus. Das dient dazu da, dass ich den Kuchen nach der Backzeit dann aus der Form hinausbekomme. So schön einreiben, wie ich das hier mache. So ist das nun fertig. Und nun bestreue ich die eingefettete Form mit Mehl. So sollte das dann aussehen. In die Backform fülle ich nun den fertigen Teig hinzu. So, nun habe ich alles hineingefüllt in die Form und ich streiche nun den Teig glatt, das so wie hier zu sehen ist. So sollte das dann aussehen. Den Backofen habe ich vorgeheizt, die Angaben dazu stehen auf der Verpackung hinten drauf. Nun gebe ich den fertigen Teig hinein, wie es hier zu sehen ist. Nach 15 Minuten schneide ich dann den Kuchen der Länge nach 1 cm tief ein.
aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. So mit dem Messer ungefähr 1 cm. So. So, dann zumachen und noch weitere 45 Minuten backen. Und hier im Zeitraffer, wie der Kuchen gebacken wird. Schön zu sehen. Nach insgesamt einer Stunde ist der Kuchen dann fertig. Ich nehme den Kuchen aus dem Backofen hinaus. Das ist der fertige Kuchen. Zum Schluss zur Zitronenglasur. Den Beutel fülle ich hier in die Schüssel. Und füge 2 Esslöffel heißes Wasser dazu. So, und verrühre das, bis eine glatte Masse entstanden ist. Nach 10 Minuten löse ich den Kuchen in der Form. Und werde den Kuchen dann auf ein Kuchenblech tun. Und wenn der Kuchen aus der Form hinausgelöst wurde, werde ich die Zitronenglasur oben am Kuchen verteilen, wie hier zu sehen ist. Und so sieht der fertige Kuchen aus. Der Zitronenkuchen von Dr. Oetker ist leicht zu backen, er schmeckt und ich sage dazu guten Appetit zu einer Tasse Kaffee.